So, Slytherin Boy hat hier gerade nochmal 100 Bits rausgehauen. Vielen Dank fürs Trinkgeld. Wir machen weiter mit unserer Mission. Kabura der Hutte ist das hier. Der hat so ein schickes Ding hier vorm Gesicht. Ich habe die ja immer aus beim Kopf. Ich habe ja auch am Kopf, habe ich ja auch eigentlich auch die ganze Zeit so ein Ding bei mir, bei meinem Charakter hier. Aber ja, genau, Herzen in den Chat. Ihr wisst, wie es funktioniert, Steam Points Liste. Alles klar. Ihr wisst, wie das funktioniert. Danke nochmal fürs Trinkgeld. Und dann laufen wir auch in die richtige Richtung. Ah, doch, wir laufen in die richtige Richtung. Sieht nur auf der Karte falsch aus. Also, auf der Minimap sah es falsch aus, aber wir müssen hier außen rumlaufen, um da hinzukommen, wo wir hinkommen wollen. Ah, ich hör schon wieder Kantinamusik. Ah! Also, es ist nicht genau die Kantinamusik, aber auf manche Leute ist hier einfach verlassen. So, jetzt müssen wir natürlich die anderen jetzt wieder einladen, nachdem wir jetzt nicht mehr in der Mission drin sind. So, einladen, einladen, einladen. Alle werden hier eingeladen. Keiner wird zurückgelassen. So. Alle, die auf dem Planeten sind, sind eingeladen. Leno ist natürlich wieder am Start hier, wie wir das kennen. Die haben sich ja wohl ein bisschen zu weit vorgewerkt, die Kollegen. Ah, und hier sind auch schon diese Droiden hier, die vor denen wir gewarnt worden sind. Und da ist, glaube ich, auch schon die erste Zugangskonsole. Die leuchtet nämlich hier schon so vielversprechend. Ja. Na dann, die NS7-Druiden. Ich dachte, die N7-Druiden. Ich hatte kurz Mass Effect gedacht, aber nicht ganz Mass Effect, nicht ganz Mass Effect. Mit Kantinamusik fühlt man sich überall zu Hause, ja, das stimmt auf jeden Fall. So, aber es war noch nicht die letzte. Wir müssen leider noch ein paar mehr Zugangscodes hier runterladen, um diese Mission hier zum Erfolg zu führen. 5 von 15, alles klar. So, ihr beide wollt auch noch sterben, das weiß ich doch. So, mittlerweile haben wir schon 7 von 15 von denen erledigt. 8 von 15, so mag ich das. Wen mag ich lieber, Anakin Skywalker oder Obi-Wan Kenobi? Ganz klar Obi-Wan Kenobi. Obi-Wan Kenobi ist auf jeden Fall mein Favorit. Anakin hat den falschen Weg eingeschlagen. Nee, nee, ich bin ein klarer Obi-Wan-Fanboy. So. Ich freue mich auf die Obi-Wan-Serie, wird bestimmt noch mega geil. Ah ja, ah, jetzt können wir quasi einmal hier so rumlaufen und dann kommen wir da wahrscheinlich dann auch da oben an oder so. Naja, nehmen wir auf jeden Fall mit hier das Missionchen. Ihr müsst nicht jeden umbringen, der hier irgendwo rumläuft. Ihr müsst nicht jeden umbringen. Nur noch 1000 für die Freundschaft, alles klar, dann kannst du dir ja bald holen. Ich weiß nicht, wo du die Freundschaftsanfrage holen willst, aber du kannst dir die auf jeden Fall bald holen, wenn dir nur noch 1000 fehlen. So, hier noch ein paar Druiden gekillt. Mussten wir sogar mal alleine killen. Ah, wir haben ja unseren Gefährten sogar mit dabei. So, einer fehlt uns nur noch. Einen einzigen müssen wir hier noch killen. Einen einzigen Druiden. Und dann haben wir es auch schon geschafft. So, ah, da vorne ist auch schon der Druide, den wir killen werden. Den müssen wir eh killen, weil wir hier hinwollen. So. Oh, 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 Kollege. Nicht cool, nicht cool. So, wunderbar. Du bist erledigt. Na dann, reden wir mal mit der Konsole. Beziehungsweise laden wir herunter. Ist irgendwo reden. Fun Fact, während seines Exils lebt Obi-Wan in einer Hütte auf dem Berg in einer Wüste, also umgeben von Highground und Sand. Dieser Mann ist ein Genie. Definitiv, definitiv. Kann man nicht anders sagen. Ups. Den auch noch umgehauen und dann kommen wir hier auch schon zur nächsten Konsole. Das da vorne sieht nicht so gesund aus. Ich weiß nicht, ob wir da durchlaufen sollten. Diese Soße da am Boden, ich wage es zu bezweifeln, dass die uns gut bekommt. Aber wir werden da trotzdem gleich hingehen. So, du hast mich einer Freundin weiterempfohlen. Sehr gut, sehr gut. Empfehlen Sie mich weiter. Ich kann es nur mal sagen. Empfehlen Sie mich weiter. Dankeschön, Dankeschön. So. Ach, da unten müssen wir rein. Okay. Kann man hier durchlaufen? Ah ja, man kann hier durchlaufen, ohne Schaden zu nehmen. Zumindest, wenn man so ein Ding hier hat. So ein Fahrzeug. Ah, und du bist die letzte Konsole. Verbindung sichern. Ich glaube. Nee, geht schon wieder nicht. Ah. So, außer Reichweite. Einmal reingehen, bitteschön. Danke, Leno, immer, dass du rausgehst gleich. Ich hab die Codes eingegeben. Ausgezeichnet. Kabura? Rundikaba, Kyotopa, Bubandabakamushanida. Endlich! Begibt euch ins Datenzentrum, findet den Saboteur und schaltet ihn aus.
Dir ist gerade aufgefallen, dass du mir somit ja Freunde, dass du dir Freunde kaufen kannst, wenn du die Freundesliste kaufst. Ja, quasi. So, und ihr haltet mal besser unsere Belohnung bereit, wenn wir das hier geschafft haben. Das sollte sich lieber für mich lohnen. Wer dem Imperium hilft, wird vom Kriegsministerium nicht vergessen. Damarus, Ende. Jetzt weiß ich, was mich an seiner Rüstung hier die ganze Zeit so irritiert. Schlechtere Schuhe oder schlechtere Schuhe? Schlechtere Schuhe. Jetzt weiß ich, was mich an seiner Rüstung die ganze Zeit so irritiert. Da sieht man seinen Hals nicht. Nicht gescheit. Irgendwie, dann sieht es immer aus, als hätte er keinen Hals. Und deswegen sieht er irgendwie ein bisschen komisch damit aus. Aber trotzdem, ich mag das, den neuen Ding hier. Freunde kann man nicht kaufen? Doch, hier im Drabo-Stream. Genau, hier kann man sich Freunde kaufen. Oder zumindest einen Freund auf der PlayStation, auf Steam, oder auf der Switch. Könnt ihr euch aussuchen. Oder ein SWTOR. Da ist es natürlich auch noch möglich. In SWTOR geht es theoretisch auch noch. So, hier sind wir noch ein paar Datenzentrum-Druiden, die wir hier killen können. Der ist süß, unser kleiner Druide, der hier uns hinterherläuft, oder? Der ist süß. So. Der Druide muss ja auch noch dran glauben. Ich glaube, die Bonusquest machen wir gar nicht, oder? Ich weiß gar nicht, wie weit wir hier noch weiter müssen. Sicherheitstür. Alles klar, überbrücken wir die mal. Okay, was möchte der? Der sagt, dass wir darüber gehen sollen. Da seid ihr ja. Ich bin Axis, der Wissenssucher. Wie ihr seht, bin ich unantastbar. Wir werden jetzt eine Abmachung treffen, die für uns beide vorteilhaft sein wird. Falsch. Ihr werdet jetzt einfach sterben. Ich wurde hergeschickt, um euch zu töten, nicht um Geschäfte zu machen. Ihr werdet die Abmachung eingehen. Es ist die einzig rationale Vorgehensweise. Ich erfahre alles. Alle Informationen, alle Geheimnisse, alle Daten der Galaxis. Ich will gerne alles, was ich erfahre, an euer Imperium weiterreichen. Doch ich muss hier bleiben. Das ist die Abmachung, die ihr eingehen werdet. Ich überlebe und das Imperium bekommt Wissen und einen Vorteil. Werde ich lang wach bleiben? Du nämlich die ganze Nacht? Nee, ich bleib nicht so ganz gleich. Ich bleib sicher nicht die ganze Nacht wach. Ich muss ja morgen ausgeschlafen sein. Morgen um 11 Uhr ist ja wieder Stream angesagt. Du hast schon 10.000 Punkte. Kannst du PSN und Nintendo Freundesliste kaufen, wenn du keine der beiden Konsolen hast. Das würde dir wenig bringen, glaube ich. Ich glaube, da kannst du deine Punkte anders einsetzen. So, und was ist, wenn wir uns weigern? Was, wenn ich mit der Abmachung nicht einverstanden bin? Unmöglich. Der Nutzen für euch ist groß. Ihr werdet nicht ablehnen. Geheimhaltung ist für die Abmachung sehr wichtig. Die Hutten werden meine Gegenwart hier nicht dulden. Sie müssen also glauben, dass ich getötet wurde. Große Generatoren versorgen die Einrichtung. Ihr müsst alle bis auf den Notgenerator überladen. Das wird die Einrichtung verwüsten und den Anschein erwecken, ich sei getötet worden. Ja, und warum sollen wir einen nicht kaputt machen? Was ist mit dem Notgenerator? Der Notgenerator wird normal weiterlaufen, um meine Schilde zu erhalten. So werde ich die Zerstörung der Einrichtung überleben. Die Generatoren werden gut bewacht. Seid vorsichtig. Und freut euch auf das unendliche Wissen, das euer Lohn sein wird. Ich habe so das Gefühl, wir werden einfach alles in die Luft sprengen. Habe ich so das Gefühl. Kenne ich die Spieler mittlerweile. So, wenn wir hier am Kämpfen sind, können wir doch natürlich mal. Chat hat gerade geschrieben, er möchte noch eingeladen werden. Alles klar, Chat, ihr werdet noch eingeladen. So, einmal alle einladen. Kann sich keiner beschweren, dass er nicht eingeladen wurde. Oh ja, schon ist die Gruppe wieder voll. Wunderbar. Als hättet ihr drauf gewartet. Ach, ihr habt eine Mission wahrscheinlich zusammen gemacht, oder? Und jetzt war die Mission quasi vorbei. Verstehe. Okay, schön, dass ihr mit dabei seid. Hoffentlich klappt das dann auch gleich mit den Missionen. So, Bonus eliminiere die Druiden des Datenzentrums, alles klar. Die hauen wir hier direkt weg, die Druiden. Die haben uns leider irgendwie gerade ein bisschen langsamer gemacht. Irgend so ein Effekt lastet da gerade noch auf uns drauf. So, noch ein Sicherheitsdruide des Kampfzentrums. Oh ne, da kommen noch mehr dazu hier. Das Problem ist, dass unser Kollege müsste ja noch irgendwo mitkämpfen. Wo ist unser Kollege? Da vorne kämpft der noch. Da kommt unsere Unterstützung. Die Drabo Unity ist wieder hier voll am Start hier. Jawohl. So. Zeigen wir es den Gegnern. 13 von 15 haben wir hier schon. Jetzt wird das hier wieder ein Durchmarsch.
Unlimited Wisdom, genau. Nicht Power, sondern Wisdom. Aber schadet sich auch nicht. So, einmal hier alles genommen. Und dann hier nochmal den Siegerzwieden des Datenzentrums. Im Vorbeigehen quasi ausgeschaltet. Ach nee, wo müssen wir denn hin? Müssen wir zu dem Ding? Ach nee, wir müssen da oben rum. Wir müssen da oben da reingehen. Ne. Hat man so nicht gesehen, dass man da oben rein kann. So, wenn der Rest hier mit denen aufräumt, unterstützen wir zumindest mal auch ein bisschen. Ein bisschen hilfreich wollen wir dann auch sein. So, da haben wir gerade unsere stärkste Attacke gerade gesehen. Dieses Abstechen haben wir da gerade nochmal gemacht. Ach, du sparst auf VIP und brauchst du 95.000. Ja, das kann in der Tat dauern. Das ist leider, das dauert etwas länger. Aber es ist ja auch, wie gesagt, es ist ja so gewollt, dass man auf VIP mittlerweile jetzt echt lange sparen muss, damit die VIP-Plätze nicht gleich alle weg sind. Weil, wie gesagt, man kann ja nicht unendlich VIP-Plätze leider haben auf Twitch. Das ist ja leider auf maximal 100 beschränkt. Momentan haben wir 80, die wir theoretisch nutzen könnten. Und ist wie gesagt blöd, wenn ich dann in 3 Jahren keinen mehr zum VIP machen kann. Okay, ihr kämpft da mal lustig weiter da vorne. Ihr macht das schon, ich mach derweil die Quest hier weiter. Ich ziehe mich mal ganz unauffällig aus dem Kampfgeschehen zurück. Und komm gleich ins nächste Kampf, in den nächsten Kampf rein. Na, wunderbar. So, wenn du dir die PSN-Freundesliste gönnst, zocke ich dann manchmal mit einem. Ja, wenn du bei Battlefront, also wie gesagt, ich spiele außerhalb des Streams, spiele ich nicht, weil mir da einfach die Zeit fehlt. Aber wenn ich Battlefront spiele, dann kann es auf jeden Fall sein, dass du mit dabei bist. Also diese Chance besteht auf jeden Fall, dass ich dann mit einlade. Gerade wenn wir so ein großes Spiel machen mit einer der großen Maps machen, einen der großen Modi machen, da lade ich dann schon immer ziemlich viele Leute ein. Also da ist die Chance dann auch, glaube ich, ziemlich hoch, dass du mitmachen kannst. Ah, ich bin noch im Kampf, deswegen kann ich jetzt hier, glaube ich... Shit, mein Lebensenergie. No! No! Nicht drauf geachtet. No! So, was ich morgen um 11 Uhr streame, das siehst du im Streamplan. Nein, wir sind gestorben. Oh, war das unnötig. Oh, war das unnötig. Einmal nicht auf die Lebensenergie geachtet. So, ich habe 12 Sekunden, um Sicherheit zu gelangen. Los geht's. Hier ist doch niemand, der mich umbringen kann, oder nicht? Ah, Panik, Panik. Okay, wir sind einmal gestorben, aber so, jetzt können wir hier uns in Ruhe wieder unsere Lebensenergie auftanken, unseren Begleiter auch wieder rufen, wenn wir schon dabei sind. Und dann wird das hier auch wieder was. Wir sind ganz schön schnell gestorben. So, wie gesagt, den Planeten machen wir heute noch fertig auf jeden Fall. Den Planeten gönnen wir uns heute noch. Den machen wir heute noch fertig hier, also sind wir ja hier mittendrin quasi. Wir sind ja eh schon im letzten Sektor des Planeten, also den können wir hier, glaube ich, auch noch ganz gut machen. Bin ich schon wieder am Sterben hier. Nein, nicht schon wieder sterben. Wo ist mein Begleiter eigentlich die ganze Zeit? Wieso ist... Er war doch gerade eben da. Ja, toll, dann brauche ich... Oh, helft mir mal bitte. Dankeschön. Ach so, weil ich theoretisch in der Gruppe bin. Deswegen ist mein Begleiter nicht da, weil meine komplette Gruppe hier theoretisch drin ist. Ah, ich verstehe. Deswegen war mein Begleiter nicht da. Uiuiuiui, so. Aber wir ziehen uns hier nicht zurück. Wir geben hier alles nochmal. So, und dann heilen wir uns nochmal. Uiuiuiui. Ich hatte mich gerade eben darauf verlassen gehabt, dass mein Begleiter noch da ist. Das war gerade ein Fehler, da ich gedacht habe, mein Begleiter ist da, weil der war nicht mehr da. Irgendwie finde ich, der Begleiter sollte immer automatisch da bleiben, wenn man quasi nicht in der Nähe seiner Gruppe ist, dass man da quasi auch noch eine Chance hat. So, hier mal schön weitergekämpft. Oh, hier stirbt jemand von uns. Schön, nicht niemanden zurücklassen hier. Zusammenkämpfen. Damit wir hier gemeinsam weiterkommen. Nicht alleine vorlaufen. Ein bisschen aufpassen müssen wir dann doch. So, hier nochmal ein Wachzentrum-Druide. Nice. Ja, draus gestorben, das stimmt leider. Aber kommt nicht wieder vor oder so, dass Rabo stirbt doch. Wird vielleicht nochmal. Ich hätte mir vielleicht nochmal so ein Gesundheitsding da unten hätte ich mir nehmen sollen. Das habe ich irgendwie in dem Moment verpennt. Boah, da kann jemand sein Lichtschwert werfen, habe ich gerade gesehen. Nice! Nice! So, und hier haben wir noch 2 schwere Sicherheitsdruiden. Und dann haben wir hier auch die ganzen Sachen, die wir kaputt machen müssen hier außenrum. So, einmal nochmal hier reingestochen in den schweren Sicherheitsdruiden. Ist ja auch gleich hier erledigt. Ja, so habe ich mir das vorgestellt. Schön looten, die guten looten. Wo müssen wir hingehen überhaupt? Sind wir gerade falsch gelaufen? Wir sind tatsächlich gerade falsch gelaufen. Ach, dass diese Konsole bei der Konsole da am Anfang hätten wir doch noch was machen können. Ah, ich verstehe. Oder? Wir müssen doch zu der Konsole hin. Bist du die Konsole, die wir suchen? Ach, hier hätte ich draufdrücken müssen. Ah. Genau. Das Sicherheitsterminal mussten wir noch machen. Ja. Ihr habt natürlich recht. Das war gerade das Problem. Aber zumindest haben wir jetzt schon alle Gegner hier ausgeschaltet. So, hier müssen wir jetzt die ganzen Dinger überlasten. Die Generator BO oder Bo wurde soeben überlastet. Oh ja, hier. Hier bricht schon alles zusammen, oder? Gerade zumindest hat der Boden etwas gebebt. Überlasten wir den zweiten auch gleich noch.
Nee, ich schau gar keinen anderen YouTuber, weil mir, wie gesagt, da einfach die Zeit fehlt. Ah, du hast noch sowas hier, aber ich hab momentan... Ah, doch, Meucheln kann ich mir holen. Verursacht ein Attentat auf das Ziel... Oh, funktioniert... Oh, nice. Nochmal eine krasse Fähigkeit bekommen. Nehmen wir doch direkt gerne mit. Und dann müssen wir hier in den letzten Generatorraum rein hier, wo wir natürlich auch schon alle Gegner erfolgreich besiegt haben und auch noch den letzten Generator hier überlasten. Da links war ein Aufzug, da müssen wir bestimmt auch noch irgendwann hoch. Stimmt, ist völlig überbewertet. Hm. Genau, so. Okay, das war noch nicht alles. Hier ist auch noch was, was wir machen müssen. So, einmal das hier noch. Was ist das hier? Ah, das ist der Notgenerator. Jetzt können wir uns quasi entscheiden, ob wir... Ah ne, erstmal zugreifen sollen wir auf das Ding. Okay, zugreifen. Na, schauen wir mal, was wir hier machen. Ob wir jetzt nochmal mit ihm reden. Willkommen im Systeminterface der Generator-Kommandokonsole. Ah, jetzt können wir uns wahrscheinlich entscheiden, ob wir die böse... Ah, genau, ob wir die böse Tat machen, indem wir ihn leben lassen, den Typen. Oder indem wir den Generator abschalten und ihn damit umbringen. Zeit, dem ein Ende zu machen. So bleiben die Geheimnisse des Imperiums sicher. Mit dem Lichtwerfer kann man Gegner paralysieren. Ah, okay. So, damit haben wir ihn umgebracht. Einfach nur einen Knopf gedrückt. Ah, hier ist noch ein Aufzug. Wo geht's denn hier noch hin? Triff dich mit Palladius im Heiligtum? Nee, greif auf dem Terminal im Datenzentrum zu. Das wollen wir machen. Und ich schätze mal, das Datenzentrum ist in Ebene 1. So, was? Du bekommst meinen Freundescode? Was? Nee, wenn du eine Freundesanfrage auf Steam machst, dann schicke ich dir direkt auf Steam eine Freundesanfrage. Ah, das haben wir schon aktiviert, oder? Das haben wir schon aktiviert hier. Wo müssen wir hingehen? Ah, nee, dann, wir müssen... Ah, nee, die Missionen sind alle draußen. Die Missionen sind alle draußen. Nee, Missionen sind alle draußen. Ah, okay, passt. Hier sind wir quasi fast fertig. Ah, die Mission hat wahrscheinlich noch irgendjemand. Terminal im Datenzentrum. Verwirrung Level Maximum. Ah, nee, das müssen wir nochmal machen. Okay. Ich will kein Mehrspielergespräch machen. Ich muss mal gerade wieder kurz aus der Gruppe schmeißen. Es tut mir leid, ich lade euch gleich wieder ein. So, jetzt können wir wieder hier gleich drauf zugreifen, oder? Nee, immer noch drinnen die Leute, okay. Müssen wir wohl die komplette Zeit hier abwarten. Ganz kurz abwarten, bevor wir das Gespräch hier machen können. So, das ist schon ein seltsamer Bug, dass man manchmal ohne die Leute Gespräche anfangen kann und manchmal nicht. Verstehe ich irgendwie auch noch nicht so ganz, woran das liegt. So, dem Ganzen muss man auf jeden Fall noch auf den Grund gehen. So, jetzt können wir aber reden hier. Hier, Major Damaros. Wir haben eine große Explosion im Datenzentrum registriert. Wurde das Ziel vernichtet? Eine Vergeudung meiner Fähigkeiten war das. Der Saboteur war ein Trottel. Ein Wunder, dass er die Schutzmaßnahmen umgehen konnte. Wirklich merkwürdig. Kabur hat mich informiert, dass die Notfallsysteme der Hutten die Daten erfolgreich umleiten. Das Holonetz ist vorerst gerettet. Ich muss dem Kriegsministerium Bericht erstatten. Eure Hilfe wird nicht vergessen werden. Damaros, Ende. Sehr gut, wir können gleich eine Belohnung wählen. Afagiban. Die nicht so sehr gut ist. Ah, der Ballonjava ist wieder da. Sehr gut. Unser Ballonjava ist wieder zurück. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ballonjava Returns quasi hier. Ups. Ey. Nicht mich blitzen hier. Nicht mich blitzen. Böser Druide. Hat er mich einfach geblitzt, Dings hier? Ich glaub's ja nicht. Frechheit. Okay, hier sind wir fertig, dann müssen wir nach da oben reisen. Ja, dann haben wir quasi hier wirklich einmal, sind wir einmal im Kreis hier rumgefahren, haben wir quasi alles gesehen, was es in diesem Gebiet zu sehen gab. Dann sind wir auch schon bei der letzten Quest hier auf dem Planeten, bei der letzten großen quasi, im letzten großen Gebiet hier. Nehme ich mal an. Naja, also ja, wir haben hier wirklich viel gesehen, da vorne ist noch eine Phase für irgendeine andere... Ah, Kopfgeldjäger wäre da vorne gewesen. Ah, okay, mit dem Kopfgeldjäger hätte man da reingehen können. Bei dir war das nie so, außer bei Flashpoints mit den Quests, mit den Reden. Ich weiß auch nicht, woran es liegt, das ist auch nur manchmal irgendwie. Manchmal kann ich auch mit der vollen Gruppe mit den Leuten reden und manchmal geht's irgendwie nicht. Etwas mysteriös, aber okay. So, wir haben uns die ganze Karte vom Netzzugriff angesehen. Genau, wir haben nämlich hier alles gesehen. Das war ja auch unser Ziel hier, möglichst alles zu sehen. Schauen wir nochmal nach oben. Ah, da sehen wir auch, wie viele Etagen hier übereinander gebaut sind. Nicht verkehrt, nicht verkehrt.
Mag ich Diablo? Ja, ich mag Diablo. Also ich habe Diablo... Ja gut, was soll ich sagen? Ich habe Diablo... Diablo 3 habe ich zumindest gespielt. Diablo 2 habe ich nicht... Habe ich mal ganz kurz angespielt, glaube ich. Aber Diablo 3 habe ich zumindest die Story durchgespielt. Das hat mir auf jeden Fall Spaß gemacht. Ich möchte auf jeden Fall auch Diablo 4 dieses Jahr spielen. Also werde ich auf jeden Fall, glaube ich, streamen Diablo 4, weil ich da echt Bock drauf habe. Mal schauen, wie es bei euch ankommt, ob ich es dann auch wirklich komplett durchspiele. Schauen wir mal. Aber privat würde ich es auf jeden Fall gerne... Würde ich sowieso spielen. Von daher werde ich es dann wahrscheinlich auch einfach streamen. Ich glaube, das ist die beste Lösung. So. Hier kann... Ah, komm, das überleben wir. Das überleben wir. Das ist... Ja. Ein bisschen höher war es doch. Seth, Deston, Rachel. Ich bin so froh, dass ihr gekommen seid. Ihr habt euch richtig entschieden. Kann ich euch etwas anbieten? Etwas zu trinken? Und beachtet Warnock und Charnock nicht weiter. Sie weichen nie von meiner Seite. Getränk, mit dem uns dann vergiften kann? Schlechte Idee. Wir wollen nur das Artefakt. Ihr wisst genau, was ihr mir anbieten könnt. Trinken. Prost. Genau. Ich bin hier auch gerade am Trinken. Auf euch. Ihr macht bitte mit. So selbstbewusst. So unglaublich selbstbewusst. Doch wage ich zu sagen, dass ihr mich unterschätzt habt. Die Schmerzen, die ihr in euren Eingeweiden verspürt, rühren daher, dass ihr eure Lebenskraft verliert. Und dieses leere, bedrückende Gefühl... Eure Verbindung mit der Macht wird getrennt. Schon bald werdet ihr nicht stärker sein als der kleine Denton hier oder Ramona. Läuft von mir und aufrecht sitzen, alles klar. Jetzt schocken wir ihn erstmal, würde ich sagen. Dafür werdet ihr leiden. Und den uns nochmal. Was? No! Wir sind jetzt wohl nicht mehr ganz so stark. Nein! LuisB343, danke fürs Followen. Ich habe schon mächtigere Sith als euch besiegt. Habt ihr geglaubt, mir hätte niemand zuvor meinen Kult stehlen wollen? Ich könnte euch jetzt euer Leben einfach so herauspressen. Aber da ihr so verbissen seid, lasst uns das mit dem Lichtschwert klären. So, naja, Lichtschwert. Ah, wir können dann quasi unsere ganzen Machtfähigkeit nicht nutzen. Ja doch, jetzt können wir unsere Machtfähigkeit doch wieder nutzen plötzlich. Muss man nicht verstehen. Blizzard hat gesagt, dass das auf jeden Fall nicht 2021, auch nicht 2022 erscheinen wird, Diablo 4. Okay, na gut, dann haben wir wohl doch noch etwas Zeit, bis ich spielen werde. Aber spielen möchte ich es auf jeden Fall. Freue mich auf jeden Fall drauf. Töte ihn, ja. Wir werden ihn auf jeden Fall töten, nehme ich an. Weil das wird die böse Entscheidung sein und wir nehmen ja gerne die bösen Entscheidungen. Was ist mein Zeichen? Okay, Deadpool, Hosenhänger, Skorpion-Anhänger, Tigeraugenkeks und was? Mein Zeichen. Ich habe, glaube ich, kein Zeichen, oder? Ich habe den Freundescode habe ich gesehen vorhin, ja. Wird alles mit aufgenommen, keine Sorge. Was? Wie ist das möglich? Ihr seid stärker als jeder andere, der mir gegenüber trat. Bitte, vergebt mir. Nehmt das Artefakt. Doch lasst mich am Leben und den Kult in eurem Namen weiterführen. Ich sage es nur ungern, Palladius, aber Darth Sash hat uns den Kult versprochen. Ihr seid erledigt. Ihr seid sehr vertrauensselig, Destris, aber gewiss erkennt mein Meister den Vorteil darin, wenn ich den Kult weiterhin anführe. Denkt nur daran, was ich in eurem Namen erreichen könnte. Bitte denkt nach. Könnt ihr Palladius wirklich vertrauen? Nein, er muss sterben. Was sollen wir machen? Seid alle still? Wir können ihn auch gleich umbringen. Ich würde sagen, keine Gnade. Dieser Mord wird mir große Freude bereiten. Er hätte uns auch auf jeden Fall umgebracht. Ja, das war genauso zufriedenstellend, wie ich es mir erhofft hatte. Riley und ich stehen in eurer Schuld. Das Problem ist nur, dass der Kult zu euch aufblickt. Wollt ihr als nächstes sterben und gegen uns wenden? Auf jeden Fall interessiert uns das Ganze nicht. Keine Gnade, okay, der Chat war auch definitiv dafür, dass ich ihn umbringe. Ich habe, was ich wollte. Findet selbst heraus, wie ihr den Kult anführt. Ja, das werden wir. Wir werden uns etwas ausdenken. Ich denke, ich sollte die Kultisten zusammenrufen, bevor sie ihren Eifer verlieren. Nochmals danke. Ja, ich danke euch, Sith. Ohne euch würden wir uns noch immer in diesem Loch verstecken. Ja,
Wir haben natürlich gerne hier geholfen. Kein Problem gewesen. So, jetzt bin ich mal rausgegangen. Na, alles klar. Jetzt sind wir rausgegangen. Ach, dann bitte ich mal wieder ein. So, das war auf jeden Fall erfolgreich hier. Und jetzt sollen wir das Holo-Terminal unseres Schiffs benutzen. Das heißt, wir sind hier quasi fertig, wenn ich das hier richtig sehe. Machen wir hier kurz raus. Schau mal, ich glaube, dann beamen wir uns aber hier, weil ich glaube, das ist dann schneller. So, Imperium Datenzentrum, da waren wir zuletzt. Wo ist denn das gewesen? Sternstunden Casino, Promenade, Raumhafen. Ah, Raumhafen klingt gut. Naja, Raumhafen klingt gut. Ich würde sagen, wir beamen uns zum Raumhafen. So, wunderbar. Ah, ging jetzt. Der letzte Bereich war jetzt etwas kürzer als die anderen Bereiche. Ich dachte jetzt, der letzte Sektor wäre hier auch so lange gewesen wie die anderen, aber anscheinend ging es da schneller zur Sache. Ah, nochmal hier ein Blick drauf werfen ist schon geil, oder? Der Planet ist schon echt cool. Also, mir gefällt er auf jeden Fall super hier. Nashadar, coole Sache. Hoffe auch, er kommt mal wieder in anderen Spielen mit dabei, Nashadar. Sehr sehenswert, sehr sehenswert. Und dann begeben wir uns auch schon langsam Richtung Schiff, würde ich sagen. Raumhafen, genau. Gehen wir mal Richtung Schiff und schauen mal, was unsere Chefin uns zu sagen hat. Ob sie da mit dem Fortschritt unserer Aufgaben hier zufrieden ist. Oh, wir haben sogar hier den schnellsten Weg genommen. Das ist gut, das ist gut. Ich bin mal gespannt, wo wir als nächstes hinreisen werden, weil jetzt, beim letzten Mal hatten wir ja immer zwei Optionen, wo wir hinreisen können, und jetzt haben wir ja nicht mehr diese zwei Optionen. Jetzt haben wir gerade gar keine Aktion. Nein. Hangar des Agenten wollen wir eigentlich nicht gehen. Ich glaube, wir sind hier auf der falschen Seite. Genau, hier wollen wir eigentlich hingehen. Wir wollen in den Hangar des Sith Inquisitors gehen, weil wir sind ja ein Sith Inquisitor. Läuft bei uns. Na dann, Prost auf euch. Na, Du bist in den Game und fragst dich, ob du mich noch einholst. Das weiß ich nicht, das weiß ich nicht. Kommt drauf an, wie viel du spielst. Ich spiele ungefähr jede Woche ungefähr immer 6 Stunden, wenn ich zweimal spiele. Naja, wahrscheinlich eher 7 Stunden. Also kannst du dir ungefähr ausrechnen, wie viel du pro Woche spielen musst, wenn du mich einholen möchtest. So, und dann gehen wir mal in unser Schiff hier rein. Und heben ab. Es war ein schöner Ausflug auf jeden Fall auf diesem Planeten hier. Hat viel Laune gemacht. Hab viele, viele coole Sachen gesehen, aber der Planet ist ja auch echt cool. Bisschen kürzer gewesen als der letzte Planet auf jeden Fall. Aber wir haben trotzdem die Planetenquest alle erfüllt und so weiter. Und jetzt werfen wir nochmal einen letzten Blick hier drauf. Ach, war schön, hat Spaß gemacht auf jeden Fall. So, jetzt bin ich aber echt gespannt, was die Chefin sagt, wo es als nächstes hingeht. Welcher Planet als nächstes unser Ziel werden wird. So, bin ich auch ein Ego wie Whitey? Ist Whitey ein Ego? Whitey ist ein cooler Typ. So, jetzt mal hier reden mit dem Holo-Terminal, oder? Ja, genau. Was gibt's hier zu erzählen? Ich konnte das Artefakt von Lord Palladius erlangen. Und dabei hast du dir einen eigenen Kult geschaffen, wie ich gehört habe. Du mauserst dich zu einem wahrhaft verschlagenen Sith. Okay, das war alles. Nee, jetzt müssen wir gleich nochmal mit ihr reden, weil sie uns jetzt gleich sagen wird, wo wir als nächstes hinreisen müssen. Nee, erstmal gehen wir schlafen. Okay. Gut. Ja, erstmal eine Runde schlafen, würde ich sagen. Schadet nicht. Ein bisschen zur Ruhe kommen nach diesen krassen Abenteuern. Fleisch meines Fleisches. Hört mir zu. Zum Glück ist Weide nicht wie Ego aus Guardians of the Galaxy. Ich kann nicht lange verweilen. Es kostet mich zu viel, hier zu erscheinen. Doch ich muss euch warnen. Eure Meisterin Darth Zash plant etwas. Was es auch ist, es kann nichts Gutes für euch bedeuten. Was es auch ist, ich bin unaufhaltsam, würde ich mal sagen. Natürlich raiden wir heute. Ich habe Skotia getötet. Ich habe keine Angst vor Zash. Werdet nicht arrogant. Ich habe gesehen, wie Zash sich vorbereitet. Sie hat 2 neue Schüler aufgenommen. Einen Jungen namens Karl und ein Mädchen namens Corin. Sie hat sie in den Tempel der dunklen Seite geschickt. Vermutlich um zu bestätigen, dass ich fort bin. Ich hoffe mal, die sind jetzt tot, oder? Ich hoffe, ihr habt sie getötet. Ich habe daran gedacht, die Eindringlinge zu töten. Doch ich hörte sie von Zash reden und ihrem Verlangen, die Kammer für ihre Arbeit zu sichern. Bald darauf ist Zash selbst erschienen. Sie kommt jetzt jeden Tag, studiert den Ort und führt Rituale durch. Ihr seid in Gefahr. Ja, ich weiß die Warnung auf jeden Fall zu schätzen. Danke für die Warnung. Zash hat euch ausgebildet.
Euch so geformt, dass ihr alles seid, was ihr für sie sein müsst. Sash kennt eure Schwächen. Ihr müsst euch gut vorbereiten. Ein Sith Lord auf Korriban hat ein Stück meiner alten Rüstung gefunden. Meine Maske. Sie wird euch gegen Sashs Feldzug wappnen. Das Anwesen des Sith Lords liegt oberhalb der Gräber. Geht und holt euch die Maske. Und seid auf Sashs Angriff gefasst. Wir brauchen die Maske nicht. Wir würden auch so mit ihr fertig werden. Ich habe es euch doch gesagt. Sash wird mich nicht töten. Ihr seid ein Narr. Und ich habe nicht die Kraft zu bleiben und euch die Augen zu öffnen. Doch ich werde meine Kammer im Tempel weiterhin bewachen. Und meine Energie für den Moment aufbewahren, an dem ich mehr erfahre. Ah, kein neuer Planet, sondern Korriban wird unser nächstes Reiseziel sein, habe ich so das Gefühl. Kalix Sith Inquisitor haben wir gerade nochmal einen neuen Eintrag bekommen. So, und jetzt kriegen wir auch wieder ein neues Lichtschwert. Oh, das ist sogar besser wieder, erheblich besser als unser aktuelles. Nehmen wir natürlich gerne mit hier. So, mein Inventar ist fast voll, muss auf jeden Fall wieder mal Zeug verkaufen gehen. Was hat Lord Sash zu sagen? Gar nichts offensichtlich. Nach Korriban reisen ist auf jeden Fall unsere Aufgabe, auch wenn das hier gerade, die Sternkarte ist hier mal quasi mal. Ach, die Sternkarte ist hier mal Missionskonsole. Nicht wählbar für dieses Gespräch. Ich muss ein Gespräch führen? Nee, ich soll nach Korriban reisen, ist nur verbuggt, ich glaube, ich muss nach Korriban reisen. Genau, weil das ist unsere Hauptmission hier. Vorbereitung, Reise nach Korriban. Das müssen wir. Ah, und da kriegen wir auch die Maske. Ja gut, die ist auch schon wieder schlechter als das, was wir eigentlich haben. Und zwar erheblich schlechter, aber gut. Zumindest hätten wir da die Maske. So, wie konnten wir reisen? Ach genau, wir konnten ja reisen, indem wir quasi hier hier auf die Karte gegangen sind, auf die Sternenkarte. Genau, so konnten wir reisen hier. Nach Korriban reisen wir einfach hin, investieren wir die 10.000 Parsecs ins dahin, okay. Aber es ist immerhin kostenlos, nach Korriban zu fliegen, das ist schon mal gut. Na dann, auf nach Korriban, los geht's. Wenn ich mal eine Real-Life-Challenge machen, dann müsste ich mich ja zeigen, das ist irgendwie ein bisschen schwierig. So, da hat sich gerade schon wieder noch jemand den Raid-Anführer gegönnt, alles klar, dann werden wir dann natürlich dahin raiden, wo du es dir gewünscht hast. So, wir sind schon angekommen. Das war ein kurzer Flug nach Korriban. Gut, dass wir hier diese Möglichkeiten haben, aber jetzt kenne ich mich aus. Jetzt weiß ich, wo ich hin muss. Jetzt kenne ich mich aus in meinem Schiff. Jetzt weiß ich nämlich, dass hier mein Schlafzimmer ist und nicht der Ausgang, sondern dass ich woanders langlaufen muss, nämlich... Wo geht's raus? Da geht's raus. Genau, hier geht's raus. So, ab nach Korriban. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. der Anflug auf Korriban ist natürlich immer wieder ein schöner Anblick, muss man sagen, mit den ganzen imperialen Schiffen, die da über dem Ding kreisen. So, wir werden natürlich erstmal... Wenn ich den Raid-Anführer hier schon euch vorschlage, dann muss ich mich ja auch dran halten. So, wir sind hier schon mal im Raumhafen angekommen. Hier wurden wir auch schon mal empfangen in diesem Bereich hier. Und vom Raumhafen aus geht es dann nochmal in den... wir sind jetzt gerade im Hangar drin, dann geht es in den Raumhafen runter und vom Raumhafen, von der Orbitalstation heißt das Ding hier nicht Raumhafen, geht es dann natürlich auf den Planeten runter. Nee, kein Ausblick von der Festung von Nasha da, wir sind ja jetzt mittlerweile schon hier wieder auf Korriban angekommen hier. So, wo müssen wir hingehen? Ah genau, mit Shuttle müssen wir dann hier zu Boden gleiten quasi. Irgendwie bräuchten wir so ein kleines privates Shuttle, oder? In unserem Raumschiff, damit wir einfach direkt runterfliegen können und den Roboter dann oben einfach das Schiff weiterfliegen lassen. Wäre irgendwie praktischer. Naja. Runter geht's nach Korriban. So, du findest es schade, dass es vom Force Unleashed keine weiteren Teile gibt. Ja, das finde ich auch schade. Ah, genau, hier waren wir ja zuletzt gewesen hier. Ah ja, ich erinnere mich. Können wir hier durchgehen oder ist das... Warum können wir da nicht durchgehen? Das wäre so cool gewesen, wenn wir da durchgehen können, aber ist uns mal wieder nicht vergönnt. Ah, da sehen wir hier doch... Korriban in seiner ganzen Pracht hier, oder? Ist doch nicht verkehrt hier. Ich finde, das ist auf jeden Fall ein guter Ort, um diesen Stream hier zu beenden. Nun hast du 4 Möglichkeiten, wie du weitermachen kannst. Klickst du links oben auf das Bild, kommst du zum nächsten Video dieses Projektes. Links unten kommst du zur Playlist, wo du alle Videos des Projektes nochmal in der Übersicht findest. Rechts oben kannst du meinen Kanal abonnieren und rechts unten siehst du den Kanal von meinem Mitspieler. Ich wünsche dir wie immer eine wunderbare Zeit und möge die Macht mit dir sein. Servus.